Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2 mit dem Line 16 und dem Drachenburschen. Na, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind heute irgendwie. Musst du ja irgendwie. Ja, aber was soll man machen? Wir sind übrigens heute wieder auf Mustafa und ergreifen präventive Maßnahmen, denn die Bedrohung der Separatisten regt sich wieder. Sie lauern im Orbit über Mustafa. Mustafa, ja. Obwohl die Klonkriege vorüber waren, kapierten es manche Leute einfach nicht. Der schlimmste Fall war Gisor Delso, ein Separatist von Geonosis, dem es irgendwie gelungen war, Lord Vaders Bemühungen, die Überreste der KUS auszulöschen, zu entkommen. Lord Vader verfolgte ihn nach Mustafar und holte uns, um die Sache zu beenden. Die Mission schien einfach. Aber als wir die flotte Droidenschiffe über den Planeten schweben sahen, wussten wir, dass der Fall Delso gefährlicher war als erwartet. Es ist auf jeden Fall mal eine lustige Mission, weil man mit dem Imperium gegen die Separatisten kämpft. Ist eigentlich witzig. Sieht man im Film ja, glaube ich, eher nicht so. Im Film kommt es gar nicht vor. Richtig. Die Droiden sind auf unseren Schiffen gelandet. Wir können unsere Jäger nicht starten. Beruhigen Sie sich, Pilot. Gehen Sie da raus und zerstören Sie den Transporter. Räumen Sie den Hangar, egal wie. Oh, ich hätte mal vielleicht die andere Klasse nehmen sollen. Wäre ja vielleicht sinnvoller gewesen, dass ich mir vielleicht eher den Imperialen nehme. Der dann vielleicht doch etwas effektiv. Aber wir müssen das Ding da oben kaputt machen. Das Ding muss kaputt. Ich verstehe auch überhaupt gar nicht, warum der Vader die ganzen KOS-Einheiten vernichten will. Tja. Eigentlich wären sie doch ein praktischer Verbündeter noch, gell? Richtig. Aber vor allem, weil KOS-Einheiten nun wirklich keinen freien Willen haben. Richtig, aber dann könnte man ja schlecht überleiten, dass sie in Episode 4 nicht mehr mit dabei sind. Richtig. Deswegen mussten sie es wahrscheinlich so machen, auch wenn es irgendwie ein bisschen... Ja, klar. Weil eigentlich wäre es natürlich logisch, Logik her wäre es besser, sie zu übernehmen, weil da hättest du ja die doppelte Armee, da hättest du ja die Separatisten-Armee und die. Und was ich verstanden hätte, ich habe es bis jetzt nämlich nicht gewusst, dass der Vader die kaputt gemacht hat. Ich dachte, die wurde einfach nicht mehr hergestellt. Nee. Ich dachte, die werden irgendwann von selbst verrostet und die sind halt dann nicht mehr da. Ich dachte, George Lucas hätte sich das so gedacht. Tja, jetzt weiß ich, wie er sich's wirklich gedacht hat. Oh, ich glaube, ich muss... Ah, falsche Adresse. Brauchen wir den GNK-Droiden, Energie-Droiden. Man merke, Vader guter Flieger, aber schlechter Stratege. Ja. Hätten sie lieber uns einsetzen sollen. Ja, genau, weil du kannst ja so gute Stratege. Was? Wir können ein paar at War spielen, das Star Wars Strategie spielen. Dann sehen wir ja, wer hier der bessere Stratege ist. Kann man das online gegeneinander spielen? Ich glaube, also man kann es ja auf jeden Fall gegeneinander spielen. Empire at Wars ist ein... Empire at War nur, nicht Wars. Empire at War. Nicht Wurst. Bockwurst. Wurst. Ja, Empire at War, ist das ein Real-Time-Strategy? Ja. Das ist eigentlich ganz cool, das passt echt. Ich hab bloß die Tutorial gespielt. Als ich es mir gekauft habe, habe ich die Tutorials gespielt. Okay, dann also ich finde Empire at War damals eigentlich ziemlich geil. Könnte ich eigentlich auch mal irgendwann mal spielen. Wenn das Interesse besteht, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Was ich so besser fand bei Age of Empires, das ist ja nicht wirklich Real-Time, oder ist das auch Real? Das ist Real-Time. Ist ja keine Runden. Achso, darauf kommt es an. Ich dachte, es kommt drauf an, Achten Sie auf die Asteroidenpiloten. Sie sind einfach zu zerstören, aber das heißt nicht, dass sie ungefährlich sind. Okay. Das kommt drauf an, wie man die Einheiten steuert. Nee. Oh, so, also wir müssen da raus und hier mal ordentlich den Separatisten den. Jetzt hast du hier die große Auswahl. Metallischen Hintern aufreißen. Ja, ich weiß schon. Ich nehme einfach mal den normalen TIE-Jäger. Nee, dann nimmst du den Namen TIE-Jäger. So. Ist Vader auch hier drin? Also TIE-Bombe habe ich gesehen, TIE-Fighter. Ja, das andere ist so Intercept. Das ist Abfangjäger. Der Abfangjäger ist anderes. So, ich versuche mich aber hier mal mit dem normalen. Ich glaube, du musst das Schiff kaputt machen, kann das sein? Ja, das kann gut sein. Oh nein, ich. Weil die Gegner haben. Aber ich kann ausweichen, siehst du? Du kannst es. Halt die Klappe! Ja, wahrscheinlich müssen wir was. Deine Maus ist schuld. Das ist meine Maus ist schuld, ja. Oh! Ja. Da schauen sie, gell? Nein. Nein. Das ist keine Zeitbomben. Das ist das Problem. Ja, aber ich habe Raketen. Ja, aber die gehen schneller aus als Zeitbomben. Ja, es ist mir richtig. Machen weniger Schaden. Es ist mir bewusst, aber ich muss jetzt eh nachtanken. Das Problem ist, das Schiff repariert sich, glaube ich, nicht automatisch, wenn kein Techniker drin hockt. Wir sind hier übrigens in der Nähe von Polis Massa. Den werden wir später auch noch besuchen. Den Planeten. Aber erstmal müssen wir uns hier um Mustafa kümmern. Mustafa. Sogar noch 45 verstärkt. Gut, die Tore bleiben geschlossen. Ich glaube, wir müssen hier nicht rein. Das war denn unsere Aufgabe, unsere letzte? Ja. Aber
Nein? Nein, du weißt es nicht. Nee, ich dachte, du weißt es. Ich war schon wieder so beschäftigt. Ich schieße einfach mal ein paar von den Gegnern ab, das ist im Zweifelsfall immer richtig. So. Ja. Anvisieren. Das ist den anvisieren, ne? Wie sehen wir halt den an? Auch gut. Oh, du bist zu früh geschossen. Nee. Doch. Niemals. Doch. Niemals. Das ist mir doch. Wow, ich bin dort an den Ding vorbeigeflogen. Star Citizen. Nee, ohne Witz, ich bin im. Ach, da oben, 6 Jäger müssen wir also killen. Ja, okay. Man soll sich manchmal auch mal die Missionsbeschreibung anschauen. Rakete. Oh, Rakete. Ich hab's noch gesehen, aber ich wollte den anderen da vorne an. Schon wieder Rakete. Zu viel des Guten. Schon wieder. Ach, jetzt kommt der Lachs. Ich verfolge den Jäger. Ja, das Gefühl habe ich auch fast. Aber den. Der Jäger der Gejagten. Ja, Jäger des verlorenen Gejagten, nee. Ja. So. Den habe ich aber erwischt. Etwas. Oh, da kommt schon wieder einer. Du solltest einen Piloten nehmen. Ja, das bietet sich mir an. Der repariert seine eigenen Schiffe. Richtig, aber ja, das ist richtig. Und vor allem hast du Zeitbomben. Nee, Bomber brauchen wir nicht. Nee, wir nehmen den normalen. Ja. Da ist jemand, den wir abschießen wollen. Ja. So. Halt doch getroffen. Ja. Getroffen? Du bist in den reingeflogen. Die Raketen haben getroffen. In dem Moment. Ah ja, okay. Schon wieder das von irgendwo angeschossen. Das war es mir nicht. Oh, die Raketen sind auch hart vorbeigeflogen. Ja, dafür, dass er anvisiert war, war das schon. Ja, die kommen nochmal zurück. Schwache Leistung. Die Rückkehr der Raketen. Raketenwürmer. Bester Film, oder? Oder der hieß doch, oder? Die Brücke der Raketenwürmer, das ist so schlecht. Das war der Zweier. Das ist so schlecht, der Film, den müsst ihr euch mal anschauen. Legendär schlecht einfach. Oh mein Gott. Da gibt's so eine Szene in der Wüste, wenn sie das erste Mal die Würmer sehen. Oh mein Gott. Von auch den schlechtesten Film aller Zeiten. Wenn man da zweideutig denkt, dann hat man 5 Minuten an nonstop Lachflash. Das war so super, ja. Die Rücke der Raketenwürmer. Unbedingt anschauen, den Film. Es war Raketenwürmer 1, glaube ich, nicht die Rakete. Keine Ahnung, die Filme sind alle. Als Raketenwürmer, das. Die Filme sind alle super. Super schlecht. So, haben wir. Schön. Eigentlich müssen wir doch jetzt schon 6 erledigt haben, oder? War das noch nicht 6? Nee, du bist einfach 2. Schlecht. Achso, ja, ich dachte. Ja, meine Kollegen zählen. Ah, die Scheiße, also geschützt schon wieder. Meine Kollegen zählen einfach nicht mit, das ist das Problem, ja, glaube ich. Richtig. Die so. Machen nichts. Nee, die machen auch nichts. Schieß doch! Okay. Ja, ich muss dann warten, bis anvisiert ist. Okay. Ja, egal. Das Fliegen halt schlecht. Ja, den will ich schön ausblicken. Ihre Schilde an. Benutzen Sie einen Bomber für maximalen Schaden. Gut, machen wir. Rakete. Miau. Bomber, 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 Bomber. Bombur. Bombur. Wir brauchen einen Bombur. Ja. So, mal schauen, ob ich es schaffe, mit der Geschwindigkeit da drin zu landen. Was? Oh, du Glücklicher! Du sagst es, ich hab Skill. Siehst du, jetzt siehst du es mal hier. Meine da Fähigkeiten. Bomber. Da, in Bomber. Bomber. Das ist Wahnsinn, gell? Das ist Wahnsinn, wie ich fliegen kann. Glück. Das ist nicht Glück, das ist alles Skill. Können. Wieso kommen hier eigentlich hinter dem Schnellfliegen Kondensstreifen? Beziehungsweise Streifen, die entstehen, wenn eine Atmosphäre vorhanden ist und man schlecht durchfliegt. Hä, wie mach ich den? Muss ich rein? Nee, er hat gesagt von außen. Oh, echt? Oben. Jäger ist hinter mir, das ist aber negativ. Oben. Guter Mann. Wo ist denn da was? Einfach drauf. Einfach drauf. Ach so. Ja, einfach aufs Schild. Du musst ja erstmal das Schild kaputt machen. Ach so. Und dann kommen die einzelnen. Was machst du? Ich wollte umdrehen vor dem, er ist zu spät umgedreht, weil die Ausdauer noch nicht zurückgekehrt waren. Deswegen ist er genau in den reingeflogen. In den Asteroiden. Alter Schwede. Ja, das war schlecht. Ja, ach. Du musst mir hier von schlechten Flugmissionen gar nichts erzählen. Also bis jetzt war ich besser. ja, geht ja ein. Ach nee, das hat er gerade zum Bomber gesagt. Einfach schießen auf das Schild. Ja, egal wohin. Ja, das zieht fast nichts ab, wenn ich so. Okay, du kannst deine Bomben wieder schießen. Ja, ich bin ja dabei. Das ist immer das Schöne, wenn man daneben sitzt, kann man immer die schlauen Kommentare geben. Richtig! Nachdem ich dich letztes Mal so. Also in den ersten 6 Parts so schlau belehrt habe, darfst du das jetzt auch machen. Hast du dir eigentlich mehr als verdient? Danke. Ich glaube, ich habe einige gemeine Dinge da gesagt. Alter, flieg doch mal besser. Ey, ich bin wunderbar umgekehrt. Oh, Steuer, Ungeheuer. Drachen am Steuer. Nein. Ja, wenigstens das kaputt. Drachen am Steuer, du gehst zum Feuer. Ich habe gerade einen neuen Befehl erteilt. Du gehst in Flammen auf. Dass jemand im feindlichen Hangar landet, einen Angriffsbomber stiehlt und in unseren Hangar bringt. Los, Piloten. So, jetzt erklären wir mal, was das bringen soll. Ach, egal. Damit wir wahrscheinlich die analysieren können. Analysieren. Ja, ich musste gerade. Hallo Anna. Sie nannten ihn Anna. Wieso kann man hier drin eigentlich nicht schießen? Das wäre so lustig. Anna hätte Hut.
So, und dann gleich hier rein und dann gleich wieder raus. Düsenantrieb. Habe ich. So, Daniel Düsentrieb. Daniel Düsenantrieb. Ja, witzig. Witzig, gell? Das kam ja auch von mir. Spritzig, spritzig. Kann was machst du da? Ich will sehen, ob ich die Kap- Alter! Ist nicht, das ja. ist nicht Star Citizen, da kannst du keine Sterne kaputt machen. Sterne. Steine. Ja, Steine. Ich hab Steine gesagt. Ich glaube im Hangar zu. Ich kann wieder Hunger Games spielen, aber den hab ich bei irgendeinem anderen Spiel schon mal gebracht. Ja, Star Wars The Force Unleashed 2. Hervorragende Arbeit, Piloten. Lord Vader wird sehr zufrieden sein. Danke. Oh, das ist schon vorbei. Eine Mission, die du geschafft hast. Auf Anhieb. Auf ja. Anhieb. Auf Anhieb. Auf Anhieb und ohne Probleme. Mhm. Fast. Der Hauch von Nostalgie, den die 501. verspürte, als sie gegen die Droidenflotte über Mustafar kämpfte, hatte schon einen bitteren Beigeschmack, als wir unsere orbitalen Positionen einnahmen. Nun war es Zeit herauszufinden, worum es ging. War es dazu Zeit? So, 21:05, das schauen wir uns gar nicht so genau an. Es könnte sonst wieder peinlich werden. So, speichern. Speichern natürlich auf dem wichtigsten aller Punkte. Hä? Hä? Drachenbursche steht da. Das muss ja ein guter sein. Der ist schon so weit was? In der Kampagne. Ja, so. Mein Speicherstand hat wenigstens nur eine Niederlage.